Ja. Können wir was kaufen? Nein. Okay, und jetzt müssen wir die Kinder holen, denn wir brauchen für heiße Luft mehr als eine Frau. Auch. Ich lasse nicht zu, dass ihr mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch! Ja klar, aber sonst nichts zu tun. Ey, Kleine! Keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, hab's gemerkt. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Hast du was anderes erwartet? Ich nischt. Fuck. Nein. Finde die Kinderstation. Ja. Wenn du fertig bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Wow. Übertreib nicht! Boah, ich sagte übertreib nicht. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie so schnell ich kann. So wie du es mir gezeigt hast. Ich hab dir gar nichts gezeigt. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Oh, nerv die. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Nein. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Guck dir mal meine Videos zum ersten Teil an, ne? Der erste Big Daddy. Vater, du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Das Plasmid, Vater. Zeig mir einfach wo und ich helfe dir. Ja, ja. Oh, ein Schuss nur noch. Was haben wir? Oh. Oh, komm schon. Da ist ja nichts drin. Das war die nächste Sprengladung. Wir müssen weiter. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Oh.
Komm her! Was? Haha. Gott, ich brauche Munition. Danke. Oh, da. Dankeschön. So, dann müssen wir mal hier lang, ne? So. Eleanor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hatte. Du musst stolz auf dich sein. Cool, bei denen brauchen wir nur einen Schlag. Boom, sind sie tot, ey. Ja, komm. Wieso immer hier? Durchhalten, Vater. Nicht aufgeben jetzt. Oh, cool. Wach auf! Warum wachst du nicht auf? Ich werde nicht noch einen Patienten verlieren. Hast du aber. So. Zu Boden vor ihm. Boah, die Waffe läuft so lange zum Nachladen. So, Surgery. Oh, oh. Ah. So. Moment. Du blutest? Oh, das tut mir aber leid. Boah, wie weit sind denn die weg? Wirklich? Wow.
Dickerchen? Dickerchen, wo bist du? Was ist der? Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Wow. Moment. Fuck. Ich brauche das. Und das. Wow. Raketen, Minigeschütz. So liebe ich das. Gib mir mehr schwere Niete. Gott, ich muss ja mit Nieten rumspielen. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. Oh ja. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Na ja, mach ich schon. Geil, wie es hier abgeht, ey. Oh, oh. Meine Sperre wieder. Hi. Ich glaube, ja, wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Bist du dir da sicher? Plattform, Vater. Rasch. Bist du dir da wirklich sicher? Nicht, dass wieder irgendwas dazwischen kommt. Wie immer. Was? Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. Und jetzt verbreitet sie ihn unter diesen Unschuldigen wie eine Seuche. Selbstbewusstsein ist ein Fluch, Delta. Nein. Du stürzt sie in Verdammnis. Ach, Quatsch nicht. Ach so, ich dachte wegen dem Gang wieder. Kommt wieder ein. Therapie. Na. Hä? Ah, Blindfisch. Ich steige jetzt in den Ballasttank, Vater. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. Okay. Also doch wieder hoch. Du willst meine einzige Tochter aus ihrem Heim und ihrer Familie herausreißen, um sie an eine Welt ohne Hoffnung zu verfüttern. Und wenn Utopia mit ihr stirbt, lieber schicke ich uns alle in den Tod. Leb wohl, Eleanor. Mutter wird auf dich warten. Wie viele Frauen braucht man, um heißes Wasser zu kochen? Halt sie in Schach, bis ich das Wasser zum Verdampfen bringe. Ich hab sowas zu verdienen.
Geschütz, ich hoffe, du lebst noch da oben. Bitte. Gleich verdampft es. Das tat bestimmt weh. Kommt. Bleib mal stehen. Danke. Es verdampft. Jetzt kann ich dir im Kampf helfen, Vater. Benutz das Plasmid. Na gut. Upsala. Der wäre irgendwo hier, ne? War ja klar, irgendwo oben. Ja, da! Juhu! Da ist es! Der Aufzug zum U-Boot ist geflutet, Vater. Wir müssen den Druck ausgleichen, sonst kriegen wir die Tür nicht auf. Zerbrich die Glasröhren, um den Raum zu fluten. Yeah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Vater. Wir starten. Schnell zum Aufzug. Der wäre wo? Docking-Tunnel. Ah, da. Hi. Flucht-U-Boot. Gehe zum Aufzug. Die Bomben, Vater. Wir stürzen ab. Renn! Ey, ich kann doch gar nicht rennen. Wow. Oh oh. Der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist.
näher betrachtet, ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich, aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater, und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Okay. Das war Bioshock 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat sich eure Nerven haben sich auch so platt gemacht wie meine. Ich bin fertig. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, Rapture ist gone. Total kaputt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt sofort auf den dritten Teil. Naja, okay, dritter Teil ja eigentlich nicht. Ne? Es ist ja Infinite. Bin ich mal gespannt, denn das ist der erste Teil, den ich nicht gespielt habe. Jo, wir sehen uns dann dabei, wenn ihr auch wieder dabei sein wollt. Wenn es euch gefällt, wisst ihr, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal dann.
always starts with a lighthouse.